Polizei bei illegalen Straßenrennen weiterhin hart durchgreift, verweist sie ausdrücklich auf die Gefahren für Fahrer und Passanten. Bist nicht von hier, was? Europäisches Design? Wirklich hübsch. Zu hübsch. Böser Fehler. Zerkratzt du mir meinen Lack, zerkratz ich dir deinen. Geiles Moped. Dieses Moped hat Doppelvergaser und geht von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden. Jack, die Körpermaße einer Frau sind allein ihre Sache. Ah. Hey! Nick, richtig? Eigentlich heiße ich Jack. Jack. Entschuldige, ich bin Sierra. Ich weiß. Du hattest mir angeboten, dass ich mal mitfahren darf. Ja klar, hab ich. Jederzeit. Ich bin deine Beschützerin, Junge. Nicht dein Aufreißer. Und? Wie wär's mit jetzt? Hey, hey, die Welt ist klein. Wir unterhalten uns gerade. Die Lady findet sicher interessant, wenn du es mit vier Rädern eines Muscle Car aufnimmst. Forderst du mich heraus? Zu einem Rennen? Du kapierst echt schnell, Ponch. Und deine Antwort? Du hast mich nicht antworten lassen. Nein. RC, den könnten wir rund machen. Ja. Ach, du verstehst das nicht. Ich mache die Regeln nicht, Jack, sondern Optimus. Und Regel Nummer 2, wenn ich dich erinnern darf, missbrauche deine Stärke niemals zu persönlichem Nutzen. Und das schließt Pferdestärken mit ein. Vince, ich glaube, ein Rennen ist keine so gute Idee. Ich wusste es. Du kaufst hier rum, als wäre dein Bike was ganz Besonderes. Dabei ist es nur ein dickes, plumpes Dreirad. Und hässlich. Jetzt reicht's. Dem Großmaul zeigen wir's. Oh! Wow, was ist mit Regel Nummer 2? Außer Kraft. Nur dieses eine Mal. Yo, Ladies. Euer Freund Darby, er ist... Bereit, wenn du es bist, Vinny. Die Landstraße bei Druckers Ranch. In einer Stunde.
Von hier bis zur nächsten Meilenmarkierung. Fertig, los! Das war ja fair. RC? Gewinnen ist nicht genug, Jack. Du wirst ihn zum Weinen bringen. Hey, das könnte jetzt ein guter Moment sein, um mit Sierra eine kleine Spritztour zu machen. Treib's nicht zu weit. Ah, Breakdown. Hat sich an Megatrons Zustand schon irgendetwas verändert? Nur kosmetisch. Nun, ich bin mir sicher, dass der liebe Doktor und du alles getan haben, was in eurer Macht stand. Wo ist Knockout eigentlich? Ihr würdet nicht glauben, was so ein Fleischklops mir angetan hat. Du hast dir schon wieder ein Straßenrennen mit den Menschen geliefert, nicht wahr? Ich bin nicht nur ein Automobil, ich bin ein Automobilliebhaber. Es kommt nicht in Frage, dass hier jeder macht, was er will, Knockout. Ich möchte dir also wärmstens empfehlen, dir das nächste Mal meine Erlaubnis einzuholen für einen deiner kleinen spontanen Ausflüge. Aber natürlich, Herr Kommandant. Es heißt Lord für dich. Erst wenn Megatron den Löffel abgegeben hat. Am Tag, an dem unser Meister aus der Stasis erwacht, werde ich ihm gnädig den Titel überlassen. Aber ich glaube, dieses Erwachen ist unwahrscheinlich. Denn es ist abhängig von der Qualität der medizinischen Betreuung. Also poliert schön weiter. Wir wollen doch, dass Megatron bei seiner Trauerfeier gut aussieht. Polier das. Kein Wort zu niemandem. Unser Geheimnis. Alter! Und der Gewinner ist... Miko, woher weißt du das? Machst du Witze? Das ist in der ganzen Schule rum. Du hast diesem Fiesling Vince so richtig gezeigt, was Sache ist. Hängt das bitte nicht an die große Glocke. Optimus darf's nicht mitkriegen. Hey, ich such dich schon die ganze Zeit. Das Rennen, das war echt toll. Ich dachte mir so, ja, cool, Jack. Das war doch nichts Besonderes. Da hast du allerdings recht. Wenn du glaubst, du kannst mit den Großen spielen. Die Rennstrecke, heute Abend. Um Punkt 11. Du hast wobei zugestimmt? Es ist so eine Art geheimer Rennclub. Keine Ahnung, ich hatte keine Wahl. Sierra stand direkt daneben. Man hat immer eine Wahl, Jack. Und welchen Teil von nur dieses eine Mal hattest du nicht verstanden? Ich weiß, es tut mir leid. Aber wir sind doch dabei, oder? Wir sind nicht dabei. Knockout. Starscream sucht dich schon wieder mal. Wo bist du? Ich drehe eine kleine Runde. Ich fahre nur so von Ort zu Ort, sehe mich ein bisschen um und warte darauf, dass sich mir die nächste Gelegenheit bietet. Raph? Könnte ich mir vielleicht Bumblebee mal für eine Stunde ausleihen? Jack, du weißt, dass Rennfahren gegen die Regeln ist. Was, wenn Optimus das rauskriegt? Aber Raph, er muss das Mädchen kriegen. Und dieses Großmaul schlagen. Naja. Komm schon, Raph. Nur dieses eine Mal. Oh, wow. Das ist ein scharfes Gesicht. Baby, darf ich mich mal kurz hinter dich stellen? Das Bike ist in der Werkstatt. Fahrer,
Bereit für das Rennen? Gebt alles, aber bleibt fair. Startet durch in 5, 4, 3, 2, 1. Der Autobot, den Sie Bumblebee nennen. Was meinst du, Bee? Warte, den Wagen kenne ich. Abhängen, Bee? Was hast du gesagt? Ich hoffe, das heißt ja. Ich will jetzt nicht auf dem Stützpunkt um Hilfe bitten. Hat jemand Jack gesehen? Nicht seit dem letzten Mal. Sie fahren das Rennen, oder? Nur dieses eine Mal. Hast du davon gewusst? Nein. Vielleicht ein bisschen? Du wirst gejagt von Knockout? Das klingt nach einem Decepticon. Bee, lass dich nicht provozieren. Jacks Sicherheit hat für dich oberste Priorität, bis ich ihn in die Finger kriege. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Das darf doch nicht wahr sein. Darby? Vince, du musst hier verschwinden. Du hast gewonnen, okay? Glückwunsch, jetzt hau ab. Oh nein, wir starten nochmal, du Loser, und beenden dieses Rennen. Du willst nicht über die Ziellinie fahren? Schön. Dann müssen wir was klären, gleich hier. Und jetzt. Oh! Was ist denn hier auf einmal los? Lass mich... Breakdown, du errätst niemals, was ich hier habe. Bumblebees Menschenfreund. Und wenn die Autobots versuchen, ihn zu retten? Dann hat er einen Breakdown. Bee, er entkommt einfach. Ich kann dich nicht verstehen. Hör zu, ich bin nicht Rev. Kannst du nicht einmal hupen für eine schlechte Nachricht und zweimal für eine gute? Jack, wir müssen uns unterhalten. Später, RC. Vince ist von diesem geschniegelten Sportwagenkorn geschnappt worden. Was will Knockout mit einem x-beliebigen Menschen? Es könnte sein, dass er Vince für Bumblebees Menschenfreund hält. Ich bin ja nicht mal sein Menschenfreund. Keine Ahnung, ist ja auch egal warum. Vince steckt in Schwierigkeiten. Oh tja, wirklich Pech für Vince. Bulkhead! Oh, ich denke, der ist ein Idiot. Da widerspreche ich dir nicht, aber der Kerl ist außerdem unschuldig. Er verdient nicht, von Korns getötet zu werden. Spreng auf! Sie hätten sich doch längst melden müssen. Denkst du, mit Bumblebee ist alles okay? Keine Sorge, Rev. Bulkhead wird nicht zulassen, dass ihnen irgendwas zustößt.
Ich finde, wir sollten Optimus die Wahrheit sagen. Auf gar keinen Fall. Wir haben eine Abmachung. Verhalte dich einfach ganz normal. Raff, Miko. Weiß einer von euch beiden, wo die anderen hin sind? Wieso? Nein, Sir. Wir wissen es nicht. Was Miko sagt, stimmt. Wir wissen es nicht. Wieso sollten wir es wissen? Bumblebee kommt in Begleitung. Seid auf der Hut, Jungs. Es könnte eine Falle sein. Denkt dran, nicht schießen. Da wir von Sicherheit sprechen, du steigst hier ab. Das Zweirad. Hey, pass auf den Lack auf! Das ist mein Mädchen. Breakdown. Für den Fall, dass du mich suchst. Mir ist es hier ein bisschen zu chaotisch geworden. Ich hau lieber ab. Ein Kratzer reicht mir für heute. Friss meinen Dreck! Knockout hat eine Geisel. Ich verstehe. Ah! Hast du eine Ahnung, wie schwer das zu ersetzen ist? Optimus, es war meine Schuld. Wir müssen den Jungen jetzt sofort in Sicherheit bringen. Eure Erklärungen höre ich mir später an. Von euch allen. Wie ist... Was ist passiert? Ein paar Typen sind über dich hergefallen. Sie haben dich in ihren Kofferraum gesperrt. War wohl eine Art Aufnahmeprüfung. Wirklich? Ja, ich hab dich bewusstlos am Straßenrand gefunden. Hör zu, ich will ehrlich sein. Nach dem, was ich heute erlebt habe, glaube ich, dass Rennen nicht so mein Ding sind. Ich verstehe schon, Darby. Schwer, ein Rennen zu gewinnen, wenn man ein Tretauto fährt. Knockout! Hatte ich mich nicht klar ausgedrückt? Du hast dich schon wieder über meine Befehle hinweggesetzt! Mein Fehler, Commander Starscream. Aber ich habe meine Lektion gelernt. Und dafür bezahlt. Es heißt Lord. Und du hast bezahlt, wenn ich sage, dass du bezahlt hast. Keine Sorge, deine Bestrafung wird rein kosmetischer Natur sein. Oh nein, bitte nicht den Lack! Alles nur nicht den Lack! Nein! Hey,
Hey, Jack. Hast du jetzt Zeit für eine Fahrt? Es tut mir leid, Sierra. Jetzt geht's gerade nicht. Kein Problem. Ich denke, man sieht sich irgendwann. Spring auf. Was? Wirklich? Nur dieses eine Mal.